Ja, willkommen erstmal. Ich bin der Viktor. Und heute will ich euch zeigen, wie man eine Verarsche dreht. Also, ihr braucht als erstes mal ein Headset. Dann braucht ihr auch einen Headset-Anschluss, sonst geht's ja nicht. Und dann braucht ihr das Programm Audacity. Damit kann man Ton aufnehmen. Und drückt da drauf, dann wird's aufgenommen. Man kann auch dazwischen eine Pause machen. Oder, ja, abschließen. Mit Stopp. So, dann habt ihr erstmal euer Material. Das Material, das könnt ihr auch bearbeiten. Ihr könnt durch die Effekte Ton verändern, dass er zum Schlumpf wird. Oder, naja, irgend so ein Blödsinn. Ja, so rückwärts abgespielt oder irgend so ein Scheiß. Okay, machen wir mal weiter. Wenn ihr schon was aufgenommen habt, irgendwann mal, könnt ihr es einfach hier importieren, Audio. Dann suchen, was ist, dann könnt ihr das da drauf machen. Ihr könnt auch so auch Musik importieren. Als Audio. Wie hier zum Beispiel. Hier ist das aufgenommen, ein Ton. Also mit Musik zusammen haben. Also ich importiere Musik, weil man kann in Audacity mehrere Tonspuren übereinander legen. Also ich habe hier Ton aufgenommen und ein Lied genommen dazu. Wenn ich es jetzt abspeichere später, ist das kombiniert. Das kann man nicht mehr trennen. Aber natürlich müsst ihr die Musik in diesen L und R und Plus- und Minus-Tasten da variieren, also. Natürlich müsst ihr dann auch die Musik leiser machen als den Ton. Wenn ihr auch den Ton versteht, Musik ist dann nur Hintergrund, zum Beispiel. Muss man bei diesem Plus- und Minus-Zeichen das Ding dann nach lauter oder leiser machen. Oder euren Ton einfach lauter verstärken. Ihr könnt das entscheiden. Man kann es sich ganz leichter machen beim Schneiden, wenn man da oben einfach auf Zoomen oder Entzoomen macht, so. Also, wenn du was ganz Feines machen musst, dann zoomst du ganz, ganz groß. Dann siehst du dann jede Millisekunde, siehst du da. Kannst du dann direkt schneiden, einfügen. Oder wenn das da zu viel ist, machst du als Kleiner, kannst du es besser übersehen. Da kann man es dann ranzoomen. Wenn ihr jetzt was, habt ihr jetzt so einen Ton abgenommen, und aus dem Ton wird auch ein paar Sachen rausschneiden. Dann markiert ihr die Sachen in der Tonspur, löscht man den ganzen Scheiß. Dann, ja, habt ihr sie raus. So. Okay, weiter. Also, ihr habt jetzt Ton aufgenommen. Und ihr habt jetzt Sachen, könnt ihr markieren und ausschneiden drücken. Dann drückt ihr Datei und neu. Dann wird das Audacity nochmal geöffnet. Das macht man einfügen. Dann hat man das und kann das abspeichern. Hier, das ist jetzt zum Speichern. Drückt ihr exportieren. So, ich spreche erstmal als WAV. Weil als MP3 geht's ja nicht, also raufgeschissen. So, hat der Ton fertig. Dann mache ich das Programm Windows Movie Maker. Also mache ich das an, dann Video importieren. Dann sucht das Video aus, was ihr braucht. Wenn es importieren ist, drückt sofort abbrechen. Denn dann dauert es 3 Millisekunden, bis es geladen, egal wie groß. So, weiter. Dann gibt es die Möglichkeit, man kann den Clip, wenn er so ist, einfach Clip trennen. Dann wird es in 20 Zilliarden Teilchen zerbröselt. Aber das braucht ihr eigentlich nicht, aber ich erkläre es trotzdem. So, wird es so aussehen. Den Scheiß, das sind zigtausend Teile. Markieren, dann kombinieren. Wenn du die Clips, die du markiert hast, kombiniert zu einem einzigen. Das ist sehr praktisch. So, hat er einen. Ja, okay. Also, man kann hier unten in der Ecke das Zeichen Clip trennen. Man spielt also das Video ab. Genau an der Stelle, wo man es trennen will, macht man Pause. Dann drückt man da drauf. Ist genau da getrennt. Dann, wo es dann wieder getrennt werden soll, drückt ihr wieder getrennt und habt ihr genau den Mittelteil, genau den ihr braucht. Es ist viel besser als kombinieren, trennen, scheiße da, als der Clips. So. Ihr merkt das andere Zeichen, das ist eine Kamera. Also man kann Clip abspielen und Pause drücken. Und so drückt man das Kamerazeichen, dann wird das Bild gespeichert als Bild. Man kann alle 8 Millisekunden ein Bild weitermachen. Deswegen könnt ihr Fotos machen, wie ihr wollt. Für später, aber keine Ahnung für was. Als Wallpaper oder als Desktop-Hintergrund. Egal was ihr wollt. So. Dann macht ihr das Video darunter.
So, dann machst du auf dieses, bei Video, dieses Pluszeichen, drück drauf. Und dann kommt diese kleine Leiste unten. Bei der drückt man mit dem rechten Knopf. Dann drückt man auf Ton aus. Und das Video ohne Ton abgespielt. Und dann kann man seinen Ton da reinschneiden. So. Also, es gibt also zwei Möglichkeiten. Entweder ihr könnt einen Ton schneiden, oder ihr könnt das Video schneiden. Oder ihr könnt beides schneiden. Für die Anfänger empfehle ich nur den Ton zu schneiden. Die viel Zeit haben, die können Video schneiden. Und die nichts zu tun haben, die können beides machen. Aber es dauert extrem lange. Wenn man es gut machen will. So. Man kann auch in das Video rein Titel und Nachspann und Bilder reinfügen. Hier oben. Dann drückt man drauf, dann kann man irgendwas hinschreiben und dann ist ins Video reingemacht. Oder Bilder oder irgend so ein Scheiß. Schriftzug. Okay, weiter. Also, drückt jetzt auf Audiomaterial importieren. Wird das so aussehen. Dann nimmt man das Zeug und schiebt man da runter auf die Audiospur. Und dann sieht das so aus. Wenn du den Ton auf die Millisekunde genau ins Bild kombinieren willst, drück am besten auf größte Vergrößerung. Dann kann alle Millisekunden ganz genau einstellen. Dann schiebt man das hin und her. Also man kann auch eine Tonspur auf eine andere schieben. Und nur eine auf andere, nicht mehr. Also so sehen. So, ihr habt jetzt hier eine Tonspur und die zweite Tonspur ein bisschen zurück machen auf die da drauf, damit es zusammenhört. Kann man hier machen, wird so aussehen. Wenn ihr jetzt so keine Lust habt, das jetzt heute zu fertig zu machen, dann drückt ihr auf Datei, Projekt, Speichern unter. Das dauert nur 3 Millisekunden, das Speichern. Dann am nächsten Tag könnt ihr das Projekt öffnen, dann müsst ihr alles wieder da sein. Das spart Zeit. Also, so. Wenn ihr mal komplett fertig seid, drückt ihr auf Filmdatei speichern. Das ist sehr wichtig. Jetzt ist das Film gespeichert. Kann man dann bei YouTube reinstellen. Aber ich warne euch. Filmdatei speichern, das dauert extrem lange. Also, das war's jetzt von mir. Ich hoffe, ich habe euch weitergeholfen. Und so. Also, wenn ihr eine Frage habt, dann schreibt mir per Skype. Zhang G7. So. Und hier ist noch ein bisschen Text. Also, das hier ist Sepp. Und das hier bin ich. Hallöchen. Und bis zum nächsten Mal.